In der heutigen Folge, meine lieben Freunde, werden wir die wohl aufwendigste Sammelmission hier in Red Dead Redemption 2 machen. Es handelt sich hier um die Nebenmission Rauchen und anderer Zeitvertreib, in der wir 144 Zigarettenbilder in der gesamten Overworld von RDR 2 finden müssen. Die Nebenmission Rauchen und anderer Zeitvertreib steht euch ab dem Kapitel 2, ab der Mission Wer nicht ohne Sünde ist zur Verfügung. Und ja, die fremden Personen findet ihr hier bei der Flatneck Station. Genau hier. Und dort findet ihr einen Typen namens Phineas T. Ramsbutton. Der wird euch dann sagen, dass er sehr, sehr viel am Tag raucht, um an diese Zigarettenbilder zu kommen, die sich immer in diesen Premium-Zigarettenschachteln befinden. Und es gibt insgesamt 12 Sets, a 12 Karten, und das macht dann 144 Zigarettenbilder. Wie viele Karten und vor allem welche Karten ihr habt, könnt ihr immer in eurem Fortschritt prüfen. Kompendium. Und dann seht ihr hier ganz hinten die Zigarettenbilder und hier seht ihr diese 12 Sets, von denen ich gerade gesprochen habe. Und da drin dann immer, wie viele Karten ihr von diesem Set bereits gefunden habt. Im Folgenden blende ich euch mal die Belohnung ein. Und zwar müsst ihr dann diese Zigarettenbilder immer an Phineas per Post schicken. Und nach jedem vollständigen Set erwartet euch eine Belohnung. Das erste Set bietet wohl die beste Belohnung, weil hier haltet ihr ein Item, was ihr... ja, für einen Talisman benötigt, und außerdem braucht ihr für den 100% Fortschritt in Red Dead Redemption 2 lediglich ein volles Set an Zigarettenbildern. Natürlich würdet ihr hier nicht auf meinem Kanal sein, wenn ich nicht die Fundorte aller Zigarettenbilder hier in diesem Video bringe. Und das muss man dazu sagen, es gibt zwei verschiedene Methoden, wie man alle 144 Zigarettenbilder erhalten kann. Einmal eine sehr, sehr schnelle Variante, wo man wohl in ja so circa 30 bis 45 Minuten alle Bilder haben kann. Oder eben meine Methode, wo ich euch alle Fundorte aller 144 Bilder zeigen werde. Die erste Methode zeige ich euch jetzt sofort. Für die schnelle und einfache Methode, alle Zigarettenbilder zu bekommen, müsst ihr euch zu irgendeinem Gemischtwarenhändler begeben. Ich bin jetzt hier zum Beispiel bei einem in Valentine. Und dann müsst ihr zum Katalog gehen und den mal durchblättern. Und dann geht ihr hier auf Vorräte, Tabak und habt hier die Premium-Zigaretten. Und die kauft ihr euch einfach so lange ein, bis ihr dann alle Zigarettenbilder habt. Es kann vorkommen, dass ihr mal doppelte besitzt. Die könnt ihr dann einfach wieder bei einem Hehler verkaufen, aber oder auch hier. Aber hier solltet ihr ganz schnell an die 144 Zigarettenbilder kommen. Braucht aber dafür, ja, wie ich gelesen habe, so im Schnitt 2.000 bis 3.000 Dollar. Also relativ viel Geld. Die zweite und deutlich zeitaufwendigere Methode präsentiere ich euch jetzt im Video, denn wir werden alle 144 Zigarettenbilder jeweils mit dem einzigartigen Fundort, wo diese zu finden sind, durchgehen. Und falls ihr diese Methode auch machen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall euch im Epilog 1 des Spiels befinden, also nach der Hauptstory. Denn wir müssen auch nach New Austin reisen, um ein paar Zigarettenbilder zu erhalten. Da dieses Video bestimmt locker einige Stunden Arbeit kosten wird, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein Like auf das Video da lasst und es vielleicht mit euren Freunden teilt. Ich mache es jetzt so, dass ich euch noch kurz den Fundort aller 144 Zigarettenbilder zeige. Hier ist die Map dazu, diese findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich mache es jetzt so, dass ich von der 001 bis zur 144 jeweils, so wie es auf der Karte beschrieben ist, die Fundorte durchgehe. Das heißt, wenn ihr im Video den Fundort 32 seht, dann ist es das gleiche wie auf der Map. So könnt ihr dann immer gucken, wenn ihr ein Zigarettenbild nicht finden solltet, wie es dann im Video aussieht, beziehungsweise wo sich das Bild befindet. Nun geht es aber weiter, wo ich euch noch die Cutscene zeige von der Mission Rauchen und anderer Zeitvertreib. Und dann sehen wir uns beim Fundort des ersten Zigarettenbildes wieder. Bis gleich. Do you smoke, sir? Sure, but perhaps not as much as you. Oh, no, don't worry about these. Actually, take some, take a couple of packs. Take a few. Oh, thank you. What are all the cigarettes for? Are you heading on a long journey or something? No, nothing like that at all. I'm just interested in the cards. Okay. Cigarette cards. Oh, you got any? Yeah? Well, get them out. Let me take a look. Come on. A little picture card? Yeah, I'll pay you a good price. Okay. Here.
Ah, nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day, just so I can keep opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get out of collecting these babies. Sure. Well, it sounds, thrilling? Yeah, it is. Not to mention the vast amounts of life-reaffirming cigarettes I get to smoke. Oh, and the amount of money? A veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure, sure. A complete set of any series is worth a fortune. Yeah, look at this. Gunslingers. Over here, circus freaks. Yes, yes, yes. Meow meows of the desert. So rare. I never knew. Sure. How much? Well, it depends on the rarity, sir. Oh, of course. Yeah. But, you know, if you ever get a complete set, I can take it off your hands. And you'd pay me. A fair price. Now, you send them to me right here. Phineas T. Ramsbottom, at your service. Okay, I gotta run. This is my train. Look me up, okay? Think about this deal. Only a complete set. That's where the value lies. Kommen wir zum ersten Zigarettenbild hier in dem Sammelguide. Und zwar werde ich es immer so machen, dass ich euch eine rote Markierung auf den Standpunkt setze, wo ihr das Zigarettenbild finden könnt. Ich befinde mich in Valentine, genauer gesagt hier auf dem Friedhof und hier ist auch das erste Zigarettenbild bei einem Grab. Und zwar, ihr geht hier zum Eingang rein auf den Friedhof und müsst hier vorlaufen und genau auf diesem Grab hier hinten, vor dieser Säule hier, bei diesem Grab findet ihr das erste Zigarettenbild. So sieht das aus und dieses zeige ich dann auch immer unkommentiert. Wir haben hier Frank Hack. Auf der Rückseite befindet sich dann, ja, noch eine kleine Beschreibung, welche Karte quasi zu der Serie gehört. Und so sieht sie aus. Dann weiter zum zweiten Bild. Wie ihr jetzt sicherlich merken werdet, ist der Guide so aufgebaut, dass wir ein Set nach dem anderen abschließen werden. Deswegen sind halt diese Zahlen so unterschiedlich verteilt, sonst hätten wir nämlich gleich alle hier in Valentine machen können, aber so reisen wir immer um die Map herum, um ja von einem zu dem anderen Set zu springen. Das zweite Zigarettenbild vom ersten Set finden wir nordöstlich von Valentine, hier bei der Schrift Cumberland Forest und unter dem U quasi vom Cumberland. Hier befindet sich ein, ich will jetzt nicht sagen Dorf, aber wir nennen es einfach mal Lager. Und wenn ihr denn hier seid, dann habt ihr verschiedene Wegen und hier hinten steht ein blauer Wagen und links davon ist ein Tisch. Und da geht ihr rum und auf der Hinterseite des Wagens findet ihr dann hier das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich nördlich von Valentine unter dem Schriftzug von Amberino, direkt unter dem B im Prinzip. Und dann seid ihr hier bei Jess Porter. Ja, das sind so ein paar Hütten. Auch so eine Art Lager, würde ich mal sagen. Und hier in dieser Hütte findet ihr gleich links auf diesem Fensterbrett genau hier eine Zigarettenkarte. Die kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, weil ich diese bereits eingesammelt habe. Es handelt sich aber um die folgende Karte aus diesem Set. Und zwar berühmte Revolverhelden. Nämlich diese, die Jack Hall Bande. Ich befinde mich gerade in Butcher Creek. Und zwar, das ist nordwestlich von Ranhorn, hier beim Schriftzug New Hanover, direkt bei dem R. Und hier ist Butcher Creek. Und bei dieser Hütte hier befindet sich dann die nächste Zigarettenkarte. Und zwar, wenn ihr dann hier seid, dann habt ihr hier vorne dieses Haus, wo auch dieses Riesengeweih am Eingang hängt. Hey,
Und dann solltet ihr nach links gucken auf dieses Fass. Ihr könnt die Zigarettenbilder übrigens auch mit eurem Adlerauge dann besser sehen. Aber das nur mal so nebenbei. Hier haben wir das Zigarettenbild. Für das nächste Zigarettenbild müsst ihr nach Rhodes reiten und euch direkt hier hinbegeben, nämlich zur Bank von Rhodes. Und diese Zigarettenkarte ist relativ versteckt, denn wenn ihr vor der Bank steht, müsst ihr erst einmal auf die Rückseite gehen. Ja, geh doch mal auf den Weg, Mann. Ach. Ja, dafür geht ihr auf die Rückseite und klettert hier die Leiter hoch. Also wenn die nicht versteckt ist, dann weiß ich auch nicht. Und das Zigarettenbild befindet sich dann hier auf der linken Seite des Hausdaches, nämlich dort. Nettes Versteck, wie ich finde. Für das nächste Zigarettenbild müssen wir ganz in den Norden reiten und zwar vom Schriftzug Amberino aus gesehen, zwischen dem N und dem O. Da haben wir Farewell Ahenty und genau da, wo ich gerade bin, nämlich hier befindet sich auch eine Hütte. Und zwar bin ich gerade hier. So sieht die aus und hier liegen auch zwei Personen und außen auf dem Fass findet ihr das nächste Zigarettenbild. Um das nächste Zigarettenbild zu finden, müsst ihr euch im Epilog des Spiels befinden, denn wir reisen hier nach New Austin. Besser gesagt, direkt nach Armadillo. Und hier bei diesem Gebäude oder hinter diesem Gebäude befindet sich dann das nächste Zigarettenbild. Und zwar hier links ist das Sheriff-Gebäude und hier bei diesem Gebäude dahinter befindet sich dann bei diesem Fass hier das nächste Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich hier in Blackwater. Und zwar, wenn ihr hier seid, direkt bei diesem Pier hier. Hier ist das Pier oder der Eingang zum Pier. Und ihr solltet euch rechts halten. Denn das Bild liegt hier bei diesen Fässern, nämlich dort. Das nächste Zigarettenbild befindet sich in Tumbleweed, nämlich genauer gesagt hier über dem L von Tumbleweed und dort seht ihr eine Windmühle, hier oben auf diesem kleinen Hügel und da müssen wir hochklettern, also die Leiter und dann haben wir das Zigarettenbild hier auf der linken Seite, ja so geht's nicht, also nochmal hoch. Nicht zu voreilig hier. Und jetzt hier auf der linken Seite. Dort ist es. Das nächste Zigarettenbild findet ihr nördlich von Saint-Denis. Hier im Bluewater Marsh. Und hier bei der Cambridge Manor. Hier genau bei dieser Hütte ist es, bei dem H vom Bluewater Marsh. Und da gehen wir doch jetzt mal rein. In die Hütte. Und wir finden das Zigarettenbild dann genau hier auf diesem Tisch.
Das nächste Zigarettenbild befindet sich im Norden von Saint-Denis und zwar direkt auf dem Friedhof, nämlich hier. Und zwar, wenn ihr hier beim Friedhof reingeht, dann müsst ihr Ausschau nach diesem kleinen Haus hier halten. Oder, ja, Grabkammer. Nein, keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall müsst ihr genau hier rein. Und hier beim Fenster befindet sich das Zigarettenbild. Ja, wir müssen natürlich zuerst den schwarzgebrannten nehmen, aber jetzt können wir auch das Zigarettenbild aufheben. Das nächste Zigarettenbild und das letzte für das erste Set befindet sich nordwestlich von Strawberry. Ja, und nordöstlich der Bronghong Ranch, nämlich hier. Und hier ist auch ein Ganggebiet. Das will ich jetzt ungern komplett ausschalten. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ein paar niedergemetzelt. Und zwar, ihr müsst hier in dieses Haus rein. Und das zeige ich euch mal. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier durch. Und wenn ihr hier drin seid, dann findet ihr hier das Zigarettenbild. Na, komm schon. Nämlich dort. Und damit haben wir es. Und schnell weg hier. Starten wir mit dem nächsten Set der Zigarettenbilder. Und zwar mit dem 13. Zigarettenbild. Unterhalb von Rhodes befindet sich die Brave Raid Manor. Und hier ist die Villa. Und wir müssen noch ein Stück runterreiten, nämlich hierhin. Zu diesem kleinen Haus. Und das machen wir mal. Und wenn wir dann hier sind, dann sehen wir neben diesem kleinen Haus hier diese Wasserstelle und dahinter auch nochmal wie so eine Art Werkbank. Und dort unterhalb seht ihr dann schon das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild finden wir dann in Strawberry, noch genauer gesagt beim Hotel von Strawberry, das sich hier befindet. Ich befinde mich jetzt hier am Ortseingangsschild, dass ihr auch wisst, wo das Hotel ist, ist aber eigentlich selbsterklärend, weil extra das Hotelsymbol da steht. Aber ich will es euch trotzdem zeigen. Hier ist das Hotel. Da gehen wir rein. Und die Treppe nach oben. Und dort oben auf diesem kleinen Tisch hier finden wir dann das nächste Zigarettenbild. Das Gute an dem Sammeln der Zigarettenbilder ist, dass man immer einzigartige Orte sieht, so auch dieser jetzt. Wir sind jetzt ja beim Schriftzug New Hanover zwischen dem N und dem O oberhalb der Emerald Ranch. Und hier oben ist dann die Haynes Methyl. Ich hoffe mal, das ist jetzt richtig, wie ich das vorgelesen habe. Und dort müssen wir hin. Hier ist so ein kleines Haus. Und da, Leute, wird es jetzt echt gruselig. Weil wir müssen hier reingehen. Und dort finden wir jetzt etwas Schreckliches. Ihr hört schon die gruselige Musik im Hintergrund. Und hier sind jede Menge Leichen. Und wie so eine Art Priester hier. Was zur Hölle wurde hier gespielt? Ich denke mal, diesen Ort werden wir dann später bei den interessanten Orten noch aufsuchen. Aber hier ist jetzt erstmal das Zigarettenbild auf diesem blauen Tisch. Für das nächste Zigarettenbild müssen wir nach Blackwater reiten und genauer gesagt unterhalb von Blackwater habt ihr hier dieses Haus, da wo ich gerade bin. Und wenn ihr hier davor steht, dann müsst ihr einfach nur den Eingang nach oben und hier gleich rechts auf der Veranda habt ihr so einen kleinen
ja, Balkontisch, will ich mal sagen. Und da befindet sich das Zigarettenbild drauf. Für das nächste Zigarettenbild müsst ihr euch nach Annisburg begeben. Und das Bild befindet sich dann hier in einem Büro. Ich bin jetzt hier auf der Straße. Und es regnet in Strömen, wie ihr seht. Wieder mal kein gutes Wetter hier in Annisburg. Ja, hier oben ist es drin. Wir müssen aber erstmal dorthin kommen. Also gehe ich jetzt hier rechts die Treppe hoch. Komplett nach oben. Und wir gehen durch diese Tür. Und dann gehen wir hier hinter. Ja, komm. Ja, die greifen euch natürlich an. Aber da müssen wir durch. Das nützt nichts. Und auch wenn ihr jetzt Kopfgeld habt, wir brauchen das. Oh. Ey, verschwinde. So. Mir jetzt egal. Ja, und hier auf dem Tisch. Ich kann leider jetzt keinen Adler oder irgendwo aktivieren. Aber befindet sich das Zigarettenbild. Und da haben wir es. Und jetzt aber schnell weg hier. Für das nächste Zigarettenbild müssen wir wieder nach Blackwater reisen. Diesmal aber nicht hier unten hin, sondern jetzt hier oben hin. Also oberhalb von dem E von Blackwater. Dort ist dieses Haus hier. Und ich befinde mich jetzt vor dem Eingang und wir müssen um das Haus rum. Auf die Rückseite des Hauses sozusagen. Und hier auf diesen Tisch, wo auch die Wäsche liegt, die dreckige, ist dann auch das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich südlich von Van Horn. Ich bin jetzt genau hier bei der Van Horn Mansion, wenn man sie so nennen will. Weil die sieht schon ziemlich, ja. Also wie eine Villa sieht es jetzt nicht aus. Aber wenn ihr von der, oder an der Frontseite des Hauses seid, dann solltet ihr hier rechts lang gehen, hier die Treppen nach oben. Und dann über den ganzen Balkon auf die andere Seite. Und da findet ihr dann das nächste Zigarettenbild. Für das nächste Bild müssen wir nach Saint-Denis reisen. Oder besser gesagt, unter dem S von Denis findet ihr dann das Zigarettenbild. Ich befinde mich jetzt genau hier und hier ist das Bild. Und das ist auf diesem Bazar. Deswegen stehe ich hier direkt vor dem Eingang. Und wenn wir dann hier auf den Bazar gehen und nach links, dann ist hier nochmal so ein kleiner Eingang und da hinten befindet sich ein Tisch. Und auf diesem Tisch liegt dann das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild ist gar nicht so weit weg. Es befindet sich nördlich von Saint-Denis, hier bei Blue Water Marsh. Und direkt bei dem W von Blue Water ist hier ein Hausboot. Und die Zigarettenkarte ist dann hier oben drauf. Und ihr hört ja auch, ja, schöne Klänge von einer Mundharmonika. Ja, und hier oben drauf ist dann die Zigarettenkarte hier auf diesem kleinen Beistelltisch. Das nächste Zigarettenbild ist nördlich von Valentine, nämlich hier bei der Chadwick Farm, bei diesem Haus. Und wenn ihr dann hier die Veranda seht, dann ist das Zigarettenbild hier auf diesem kleinen Tisch.
Hello. Für die nächste Karte müssen wir uns nordwestlich der Emerald Ranch begeben, beim Schriftzug New Hanover direkt unter dem A. Und da habt ihr hier diese Farm. Und in diesem Haus befindet sich dann die nächste Zigarettenkarte. Ja, und die Farm sieht sehr, sehr wunderschön aus, aber die Farmer sind uns leider nicht so freundlich gesonnen. Deswegen müssen wir uns jetzt mal hier reinschleichen. In das Haus. Ich hoffe mal, da ist jetzt keiner drin. Ich war jetzt noch nicht drin. Okay, schade. Ich dachte eigentlich, dass wir irgendwie reinkommen. Ja, so. Und ich glaube, auf einem Bett müsste das sein. Genau hier. Bei dieser Gitarre. Mit dieser Karte haben wir nun das nächste Set vollständig. Ich befinde mich oberhalb von Saint-Denis. Genauer gesagt hier, also vor dieser Kreuzung hier. Und ihr habt ja einen wunderschönen Garten. Und wenn ihr hier zum Nebeneingang reinläuft, dann gleich nach links, dann findet ihr auf diesem Tisch hier, vor diesem wunderschönen Baum, das Zigarettenbild des zweiten Sets, also das letzte. Starten wir mit dem dritten Set. Ich befinde mich hier in Caliga Hall, links von Saint-Denis. Und hier in der dritten Hütte von den Vieren ist die erste Zigarettenkarte, ja, vom dritten Set. Und ich werde hier gesucht, beziehungsweise man darf mich eigentlich nicht so leicht finden, weil die Ranger haben hier, ich sag mal, nichts Gutes für mich offen. Deswegen renne ich jetzt einfach mal hier rüber, sodass wir da relativ ungesehen vielleicht reinkommen. Okay, ja, wenn ihr mich seht, weiß ich jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Mir egal. Ja, ja, toll. Hier ist auch eine Putzdame. Wir gehen einfach mal rein. Beziehungsweise müssen wir noch nicht mal, weil sich die Zigarettenkarte hier draußen befindet. Ja, so schnell geht das. Das nächste Zigarettenbild findet ihr in Saint-Denis und zwar hier unten bei der Postmeisterei. Direkt gegenüber. Hier habt ihr die Postmeisterei und wenn ihr euch kurz umdreht, habt ihr hier diesen kleinen Wagen. Und da drauf ist das nächste Zigarettenbild. Für die nächste Zigarettenkarte müssen wir nach Blackwater reisen. Und zwar genau hier zu diesem Gebäude. Das ist nämlich das Theater von Blackwater. Ja, und die Karte ist auf dem Dach des Gebäudes. Also reiten wir mal zur Rückseite. Und da finden wir ja eine Leiter, die wir natürlich sofort hochklettern. Und dann klettern wir mal noch die hoch. Und die Zigarettenkarte befindet sich dann genau hier. Howdy, Mister. How you doing? I'm feeling as pert as a cricket. Für die nächste Karte reisen wir nach Armadillo. Und zwar genau hier beim Bahnhof von Armadillo befindet sich die nächste Zigarettenkarte. Ich stehe jetzt hier direkt an den Gleisen und hier vorne auf diesem Fass ist die Karte.
Für die nächste Zigarettenkarte müssen wir südlich von Valentine zur Flatneck Station, also da, wo wir auch den Auftrag damals angenommen haben. Und da seht ihr hier diese Windmühle. Und da müssen wir ganz nach oben. Also hoch mit dir. Und nochmal nach oben. Also wer nicht schwindelfrei ist, der sollte besser nicht so gucken. Na gut, ich bin ja selber nicht schwindelfrei, von daher. Ja, und hier oben müsste sich dann genau da die Zigarettenkarte befinden oder das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich südlich von Armadillo, direkt zwischen dem S und dem T von New Austin, unterhalb in Renter's Place. Und in dieser Hütte hier, also in der oberen von den beiden. Ja, und ich habe ja gerade schon drei der Lobos ausgeschaltet, die hier drin waren eben. Und hier auf dem Tisch findet ihr jede Menge Geldscheine oder Geldklammern, aber auch hier natürlich das Zigarettenbild. Für das nächste Zigarettenbild müssen wir uns südwestlich von Van Horn zum Fort Abandoned begeben, nämlich hierhin. Und ihr solltet euch hier zu diesem Turm begeben. Hier gibt es nämlich noch eine Zigarettenkarte, die wir dann später aufheben. Aber die, die wir jetzt brauchen, befindet sich genau hier im Turm. Und hier ist der Eingang. Dann müssen wir nur hier hoch den Turm hochklettern. Und dann befindet sich die Karte hier auf dem Fensterbrett. Ich befinde mich wieder südlich von Valentine und wieder an der Flatneck Station. Jetzt holen wir nämlich die zweite Karte, die sich hier befindet. Und zwar ist hier die Windmühle, wo wir die letzte Karte her hatten. Und jetzt müssen wir auf die Rückseite dieses Hauses gehen. Und finden die nächste Karte hier auf diesem Fass, neben dem Holzhaufen hier. Die nächste Karte ist gar nicht mal so weit weg von der Flatneck Station, denn wir sind hier in Valentine, besser gesagt direkt am Bahnhof von Valentine. Hier ist dieses Gebäude. Und die nächste Karte befindet sich da drin, also relativ einfach versteckt. Wir gehen also hier rein und direkt auf der rechten Seite, hier auf diesem Tisch, ist die Karte dann. Wir sind jetzt auf der Emerald Ranch für die nächste Karte. Und ratet mal, wo sich diese befindet. Ja, auf der Windmühle, natürlich. Wo denn auch sonst? Also gehen wir mal nach oben. Wieder auf die oberste Platte. Und irgendwie werden die auch immer höher, oder? Habe ich da nur einen Eindruck. Und hier oben befindet sich dann hier das nächste Zigarettenbild. Um das nächste Zigarettenbild zu finden, müssen wir uns nach Rhodes begeben.
besser gesagt zum Friedhof von Rhodes, der sich hier befindet. Und hier ist dann auch das Bild. Und ich stehe jetzt vor dem Eingang. Und wir gehen rechts an der kleinen Kirche hier vorbei und haben hier das Grab mit den Blumen. Und hier liegt auch das Zigarettenbild. Das letzte Bild des dritten Zigarettenbildersets ist hier in Annisburg. Und zwar ganz genauer hier bei diesen drei Häusern. Und direkt da befindet es sich. Nämlich bei dieser Strecke hier für die Minenfahrzeuge. Und da müssen wir jetzt einfach hier drauf. Und hier bei diesen zwei Fässern befindet sich das Bild. Und damit haben wir das dritte Set. Beginnen wir das vierte Set und das erste Zigarettenbild befindet sich oberhalb des Schriftzugs von New Hanover, nordwestlich der Emerald Ranch und hier bei Perry Noddy Dell. In diesem Haupthaus, will ich mal sagen. Ja, und da war schon gerade einer, der war nicht gut auf mich zu sprechen, aber ich renne da jetzt einfach mal rein. Denn wir müssen ja gleich, so befürchte ich mal, ja genau, hier beim Kaminfeuer sein. Und hier auf dem Fensterstock ist dann das Zigarettenbild. Oh, 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 und weg. Ich befinde mich nun ganz im Nordosten der Karte, oberhalb von Annisburg, hier bei Roanoke Valley und ganz genau gesehen Abandoned Trading Post, hier bei diesem Gebäude. Und das könntet ihr auch untersuchen, das mache ich aber alles in einem separaten Guide nochmal. Und das Zigarettenbild befindet sich hier in diesem kleinen Regal. Na? Jetzt. Nee. Meine ich mir das Zigarettenbild? Ja, dann nimm halt das Dosengemüse, okay. Und den Gin auch. Und jetzt untersuch das Zigarettenbild. Endlich mal ein Zigarettenbild, was direkt in der Nähe ist. Wir sind erneut hier nördlich von Annisburg. Und hier bei der Trading Post haben wir das letzte Zigarettenbild geholt. Jetzt sind wir hier beim Meteor House, also direkt da drunter. Und das ist auch ein Ort, den ihr untersuchen könnt, denn darin ist wirklich ein Meteor abgestürzt. Ja. Und hat die ganzen Leute hier mit sich zerfetzt. Und das Zigarettenbild befindet sich dann hier auf der rechten Seite. Wie gesagt, ich werde noch einen Guide zu den ganzen besonderen Orten hier im Game machen. Also freut euch da drauf. Das nächste Zigarettenbild wird für mich sehr spannend werden, denn das ist in den Minen von Annisburg und ich darf da irgendwie leider nicht rein, deswegen habe ich jetzt schon Kopfgeld hier laufen. Aber ihr seht jetzt hier mal die Höhlenschächte und es müsste sich ungefähr, ja ich sag mal, hier so befinden, ungefähr, nämlich auf dem Tisch der Arbeiter. Ich bin jetzt hier in den Eingang rein, hier ist der Eingang zur Mine und dann lauft ihr gleich links. Und dann sollte es ja sein. Ja, lauf! Schnell, schnell, schnell! Nämlich hier auf diesem Tisch. Dort ist es. Ja, gleich eingesteckt und weg hier. Für die nächste Karte müssen wir uns östlich von Valentine begeben, nämlich hier zu den Ölfeldern. Und hier bei diesem rechten Haus von den beiden
ist dann auf der Rückseite die Zigarettenkarte. Aber hier gibt es eine Besonderheit. Denn ihr seht, hier sind nämlich gleich zwei Zigarettenbilder. Ja. Denn eine gehört noch zu einem anderen Set, aber ich brauche nur die rechte. Deswegen hoffe ich mal, dass ich die jetzt auch bekomme. Weil die andere will ich natürlich dann später zeigen. Na. Ja, sehr schön. Ich befinde mich nun wieder in Blackwater und ihr solltet euch genau zu diesem Haus hier begeben. Nämlich Bike Bros Groceries. Und auf der Rückseite dieses Hauses ist dann das Zigarettenbild, nämlich in diesem Hühnerstall hier. Dort auf dem Fass. Das nächste Zigarettenbild befindet sich nordwestlich von Strawberry. Und zwar hier wieder auf dieser Farm, auf der Hanging Dog Ranch. Und das ist dann hier, ja, in dieser Scheune. Und zwar auf dem ersten oder im ersten Stock. Und ihr seht schon, es sind wieder viele rote Punkte. Das heißt, wir müssen jetzt wieder schnell machen. Ansonsten schnappen die uns wieder mal. Also ab geht's. Hier an der Seite hoch. Durch das Fenster. Oh, und hier sind natürlich welche. Das ist ganz klasse. So, schnell die erschießen. Und dann haben wir hier das Zigarettenbild. Und jetzt aber wieder ab nach draußen. Ganz schnell. Das nächste Zigarettenbild ist ein Stück weit nordöstlich der letzten Position und zwar genau beim Schriftzug Grizzlies West, bei dem E von Grizzlies. Und da findet ihr hier ja eine Hütte und einen Mineneingang. Hier ist der Mineneingang und hier rechts davon ist diese kleine Hütte. Und wenn ihr da reingeht, huch, dann hier auf diesen Beistelltisch. Das nächste Zigarettenbild befindet sich dann hier bei Van Horn. Und ich stehe jetzt genau hier an der Kreuzung. Und hier ist das Zigarettenbild. Und wenn ihr hier steht, dann schaut ihr nach links in Richtung des Baumes. Geht dort in diesen, ja, ich nenne es mal Garten rein. Und hier auf diesem Fass befindet sich dann das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich in Saint-Denis und zwar genau zwischen dem E und dem N von Denis. Und ich bin jetzt hier auf der Straße, quasi direkt neben dem Arzt. Und hier vorne ist dann die Straße zum Arzt. Beziehungsweise hier geht es ja schon rein. Und hier ist so eine kleine Gasse. Da laufe ich rein. Und habe hier direkt bei diesem Tisch das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild findet ihr dann hier in Valentine. Und zwar genauer gesagt bei dieser Scheune hier. Und da befinde ich mich jetzt genau davor. Und ihr müsst einfach nur hier die Leiter nach oben gehen. Natürlich von der anderen Seite. Und dann solltet ihr hier das Zigarettenbild haben. Nämlich da.
Das abschließende Zigarettenbild des Sets befindet sich nordöstlich vom Fort Wallace. Und zwar hier bei der Badger Station. Bei diesem Haus hier. Und da lauft er einfach nur rechts entlang. Und findet dann das Zigarettenbild hier auf dieser Kiste. Kommen wir doch mal zum nächsten Zigarettenset. Ich befinde mich nordwestlich von Saint-Denis, hier beim Schriftzug Lakai. Und zwar hier links davon bei dieser kleinen Hütte. Ja, und das ist diese Hütte hier. Und da geht ihr mal rein. Und gleich rechts ist hier oben das Zigarettenbild. Das nächste Bild befindet sich nordwestlich von Ran Horn. Und zwar bei Butcher Creek, ein Stückchen weiter südöstlich davon, hier bei dieser kleinen Hütte. Ah, da gehen wir mal auf die Hütte zu. Und normalerweise sollte die sich außerhalb befinden. Genau, nämlich hier. Und die heben wir mal auf. Na? Ja, dann nehmen wir halt erstmal den Pflanzenfresserköder. Und jetzt das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich in Saint-Denis und zwar genau zwischen dem E und dem N von Denise, genau hier. Und ich befinde mich hier auf der Straße und gehe jetzt hier durch diesen kleinen Eingang rein. Und zwar hier drin. Dann geht's hier nach rechts und ihr müsst diese Treppe nach oben. Und hier gleich auf der linken Seite findet ihr das Zigarettenbild. Ist schon sehr gut versteckt, meiner Meinung nach. Aber hier ist es. Die nächsten beiden befinden sich eigentlich am selben Ort, aber wir machen natürlich zuerst das vierte Bild und zwar, das befindet sich nordwestlich von Saint-Denis, hier unter dem Schriftzug Lakai und hier bei diesem Häuschen. Und da geht ihr mal rein in die gute Stube. Hier ist einer, den musste ich gerade ein bisschen verscheuchen, deswegen sitzt er hier so rum. Und wenn ihr euch umdreht, dann ist die erste Zigarettenkarte hier auf diesem Fensterbrett. Ja, dreht euch doch jetzt mal um. Genau an derselben Stelle bei diesem Haus ist das nächste Zigarettenbild nicht drin, sondern außerhalb, nämlich hier links davon. Und zwar hier, auf dieser Kiste. Für die nächste Karte müssen wir zur Emerald Ranch reiten und genauer gesagt zur Emerald Station. Und diese ist auch sehr einfach zu finden. Hier ist die Emerald Station. Und unter dieser Bank hier findet ihr das nächste Zigarettenbild. Ja, muss ich da von der anderen Seite ran, bestimmt, oder? Ja. Das hat wohl einer verloren.
Das nächste Zigarettenbild befindet sich bei Ennisburg. Und zwar habt ihr zwischen dem R und dem G von Ennisburg ein Stückchen weiter südlich hier diesen oberirdischen Mineneingang. Und den nehmen wir auch, weil dann kommen wir nämlich direkt zum Zigarettenbild. Also einfach hier mal runter. Schön runtergehen, eine Stufe nach der anderen. Wir wollen ja nicht runterfallen. So kommen wir nämlich auch mal wieder ins Trockene. Dann geht's hier noch weiter runter. Und dann müssen wir noch eine nach unten. Und dann kommen wir hier bei diesem Tisch raus, oder bei diesen Kisten, und da oben drauf liegt das Zigarettenbild dann. Für das nächste Zigarettenbild müssen wir eine ganz schöne Reise hinlegen, denn das ist wieder in Tumbleweed. Genauer gesagt, hier bei diesem Haus. Und ich stehe jetzt hier beim Eingang und wir laufen einfach mal zum Haus hoch. Und gleich rechts von der Haustür, hier auf diesem kleinen Beistelltisch, befindet sich das Zigarettenbild. Um das nächste Zigarettenbild zu finden, müsst ihr euch nach Strawberry begeben. Und zwar zu diesem Haus hier. Und wenn ihr dann hier seid, dann habt ihr rechts den Stall und hier links das Haus. Und ihr müsst einfach auf die Rückseite des Hauses gehen. Und hier auf diesem kleinen Tisch ist das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich östlich von Rhodes, hier bei Caligar Hall und genau bei diesem Gebäude hier. Ich befinde mich auf der anderen Seite des Flusses und werde nun mit meinem kleinen Pferdilein mal rüberschwimmen. Weil die Leute hier, die sind mir jetzt nicht so freundlich gesonnen, deswegen will ich das schnell hinter mir bringen. Und wollte jetzt nicht unbedingt komplett hier durchreiten. Hier sind wir bei diesem Haus und normalerweise sollte sich die Zigarettenkarte hier befinden, nämlich genau hier auf dieser Werkbank. Die nächste Zigarettenkarte findet ihr nordwestlich von Strawberry und ein bisschen nordöstlich der Pronghorn Ranch, und zwar hier bei diesem Haus. Und wenn ihr davor steht, dann müsst ihr einfach nur hier links auf die Veranda und hier ist es auf dem Geländer. Um das letzte Zigarettenbild zu finden und um das Set abzuschließen, müsst ihr euch nach Tumbleweed begeben. Und zwar auf das Sheriff-Gebäude hier. Ja, hier ist das Gebäude und hier links ist eine Leiter dran, die wir natürlich hochklettern. Und dann sollte hier das Zigarettenbild sein. Nämlich, ja, hier. Und damit haben wir wieder ein Set abgeschlossen.
Das erste Zigarettenbild des nächsten Sets finden wir oberhalb von Rhodes. Hier ist Rhodes und hier bei den Southfield Flats, direkt bei der Robin Farm, hier in diesem Haus ist die erste Karte. Und zwar hier drin. Und ja, hier drin ist ein ganz schönes Massaker ausgebrochen. Also da hat einer ganz schön gewütet hier, ihr seht's. Und wenn ihr im Haus seid, dann links auf dem Kamin. Dort ist dann das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild findet ihr hier bei Van Horn und zwar links davon, hier bei diesem Haus. Ja, und das sieht schon mega gruselig aus, das ist es hier. Und ihr müsst hier vom Haupteingang rechts, hier auf dieser Veranda und dort auf dieser Holzkiste ist das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich wieder in New Austin, genauer gesagt hier in Tumbleweed. Und wenn ihr in der Stadt dann seid, dann ist das genau dieses Haus hier, welches komplett ausgebrannt ist. Ihr seht es hier. Und da gehen wir mal rein. Und links vom Kamin, auf dem Fensterstock, befindet sich das Zigarettenbild. Für die nächste Karte müssen wir uns nördlich von Strawberry begeben. Nämlich hier wieder auf die Hanging Dog Ranch. Und ja, ihr wisst ja, was da ist. Haufen Feinde. Und wir müssen zu dieser Windmühle hier, denn das Bild befindet sich wieder ganz oben auf der Windmühle. Und da müssen wir hin. Ja, und ich werde bestimmt mit Sicherheit wieder attackiert werden. Aber das nützt halt nichts. Wir brauchen die Zigarettenbilder. Also los. So. Nach oben. Na, vielleicht werde ich ja nicht entdeckt. Mit ganz viel Glück. Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Sehr schön. Und wir aktivieren das Adlerauge und sehen dann hier das Zigarettenbild. Für die nächsten beiden Zigarettenbilder müssen wir uns nach Saint-Denis begeben. Besser gesagt ins Theater von Saint-Denis. Denn da befinden sich die beiden. Das befindet sich nämlich hier. Und das erste Bild ist noch relativ einfach zu bekommen. Das zweite allerdings nicht. Ich zeige euch jetzt mal das erste. Ihr solltet euch auf jeden Fall erstmal ein Ticket holen, weil sonst werdet ihr von dem hier blöd angelabert. Braucht ihr nicht, deswegen die 2 Dollar bezahlen. Und direkt, wenn ihr reingekommen seid, auf der rechten Seite hier auf diesem Tisch befindet sich das erste Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich dann ebenfalls, wie bereits erwähnt, im Theater von Saint-Denis. Aber das hat eine kleine Besonderheit. Denn ihr müsst euch zuerst alle 5 Bühnenshows hier anschauen. Die letzte Bühnenshow erhaltet ihr nach der Mission Vaterschaft und andere Träume in Kapitel 4. Ja, dann müsst ihr euch alle Bühnenshows angucken, denn wir müssen hinter die Kulisse hier und dort befindet sich das nächste Zigarettenbild. Also Leute, genießt die Show und wir sehen uns gleich nach der letzten Show. Wenn ihr nun alle Theateraufführungen angeschaut habt, dann sollte sich ja hier ein Spalt befinden, durch den ihr durchkrabbeln könnt. Ansonsten ja ist dieser Vorhang immer geschlossen, außer jetzt nach der letzten Aufführung. Da ist er zum Teil offen und ihr könnt dahinter gehen. Und seht auch so ein bisschen ja das Equipment hier von den Aufführungen. Und links auf diesem Tisch befindet sich dann das Zigarettenbild, was wir brauchen.
Das nächste Zigarettenbild befindet sich dann in Valentine. Genauer gesagt hier bei diesem Zeltkreis, will ich ihn mal nennen. Beziehungsweise diesem Lager hier. Und da solltet ihr hier an diesen Wagen gehen und seht hier das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich wieder in New Austin oder genauer gesagt bei der McFarlane's Ranch. Genau hier bei der Postkutsche oder bei dieser Bahnstation. Und wenn er dann hier steht, dann ist diese Karte hier auf einer Bank. Nämlich auf dieser. Hat wohl einer vergessen. Das nächste Zigarettenbild ist wieder in Valentine. Genauer gesagt hier bei diesem Zelt, wo Aufführungen oder das Theater stattfindet in Valentine. Und das soll sich da drin befinden. Also holen wir uns natürlich erstmal eine Karte. Und gehen mal rein. Und normalerweise sollte sich dann hier das Zigarettenbild befinden, genau unter dem Projektor. Und das nehmen wir uns und ich schaue mir mal gemütlich die Aufführung an. Die nächste Zigarettenkarte befindet sich dann im Schriftzug von Lemoyne und zwar zwischen dem E und dem M auf der Pomsonstead, also hier bei diesem verlassenen Haus. Und wenn ihr davor steht, dann direkt neben der Eingangstür auf dieser kleinen Bank. Die nächste Karte befindet sich gar nicht so weit weg von der letzten und zwar befinde ich mich hier ja ein Stück westlich der Emerald Ranch. Genau hier. Auch bei dieser kleinen Farm hier, die wirklich sehr, sehr idyllisch aussieht, muss man sagen. Gefällt mir sehr gut und neben dem Eingang rechts davon, hier auf diesem Fass, ist dann das nächste Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild und letzte dieses Sets befindet sich nördlich von Rhodes, also ein kleines Stück nördlich von Rhodes. Und zwar hier beim Hehler und diesen drei Häuschen hier. Und ihr müsst zu diesem kleinen gelben Haus gehen und rechts davon hier auf dieser Holzkiste liegt dann das Zigarettenbild. Kommen wir zum nächsten Zigarettenset und das erste Bild ist oberhalb der Pronghorn Ranch, also vom W von West Elizabeth. Da geht ihr ein Stück nordöstlich und zu dieser Hütte. Hier haben wir schon mal ein Zigarettenbild aufgehoben, aber diesmal ist das Bild in der Hütte. Ja, und da ich vor jedem Zigarettenbild einen kleinen Safe State setze, warne ich euch schon mal vor, dass ihr euch jetzt nicht erschrecken solltet. Ich hoffe, ich mache jetzt das selber auch nicht, denn ihr seid ein fucking Bär. Oh Mann. Ja, und eiskalt gekillt. So muss das sein. Huh, ja, ganz schön heftig. Und das Zigarettenbild, das sehen wir hier gleich auf dem Schreibtisch. Was für ein Riesenvieh und der arme, arme Mann, der von ihm gekillt wurde.
Das nächste Zigarettenbild ist rechts von der Brave Raid Manor, beziehungsweise unterhalb von Rhodes. Hier bei Scarlet Meadows den Schriftzug und zwischen dem D und dem O findet ihr hier eine Hütte. Was heißt eine Hütte? Eine Ruine mit einem Kamin und in diesem Kamin ist dann das nächste Zigarettenbild. Rechts von der Emerald Station unter dem Schriftzug New Hanover bzw. unter dem V von New Hanover, genau da finden wir ja so eine Art Aussichtspunkt oder Stand und rechts davon ist hier ein kleines Häuschen und wir müssen hier auf diesen Stand hoch und da werdet ihr sehen, gibt es direkt gleich zwei Zigarettenbilder, die wir hier mitnehmen können. Die gehören auch alle zu diesem Set hier. Also das heißt, wir werden auch das andere später sowieso holen. Ihr könntet jetzt alle beide gleich nehmen. Ich werde aber, ja, strikt nach dem Guide arbeiten. Das heißt, ich werde jetzt das linke von den beiden nehmen. Weil das rechte holen wir uns dann später. Für das nächste Zigarettenbild begeben wir uns nach Saint-Denis und zwar genau links von dem S. Hier befindet sich dann das nächste Zigarettenbild und die Typen hier, die sind irgendwie wütend auf mich, warum auch immer. Also schnell das Zigarettenbild holen, das befindet sich nämlich hier auf diesem Fass. Das nächste Zigarettenbild ist dann oberhalb von Saint-Denis, hier beim Schriftzug Lakai, direkt bei dem L von Lakai und hier in dieser Hütte. Und da gehen wir mal rein und gleich wenn er reinkommt, auf der rechten Seite seht ihr dann bei dieser Kerze das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild ist direkt in der Nähe und zwar hier bei Lagras. Und da habt ihr hier an dieser Stelle das Zigarettenbild, denn da befindet sich so eine Art Hausboot. Und da klettert ihr einfach mal hier rein, über die Leiter drüber auf die andere Seite des Bootes. Nicht Bootes, sondern Bootes natürlich. Und hier auf diesem Fass liegt das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild ist nordwestlich von Rhodes, genau hier bei Gill Landing. Und da habe ich sogar noch eine Fremdenmission offen, die ich natürlich später machen werde. Ich versuche mich aber hier erstmal in das Haus reinzuschlängeln, ohne dass die Zwischensequenz losgeht. Wir müssen hier in das Haus, wie gesagt. Und das haben wir zum Glück auch gemeistert. Und dann sollte sich das Zigarettenbild genau hier unter dem Sofa befinden. Das nächste Zigarettenbild ist ein Stück südwestlich von Van Horn und zwar hier in diesem verlassenen Fort. Und wenn wir da reingehen, dann habt ihr gleich auf der rechten Seite diese Hütte hier und da auf dieser Holzkiste ist dann das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich im Schriftzug von Lemoyne und genau bei dem Y habt ihr hier so ein kleines Fischerdorf, will ich mal sagen. Und da habt ihr hier diesen Steg und da geht ihr zu diesem Punkt hier, wo diese ganzen Kisten stehen.
und finde dann auf dieser Kiste das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild finden wir unterhalb von New Hanover unter dem V und hier waren wir schon mal. Das ist nämlich dieser, ja, Aussichtspunkt hier oder dieser Stand. Und jetzt holen wir uns das nächste und letzte Bild hier drauf, denn das ist jetzt an der Reihe. Das nächste Zigarettenbild ist nordwestlich von Valentine, unterhalb des Schriftzugs von Cumberland Forest, direkt hier bei Firewood Rise. Und an dieser Hütte hier, also nicht hier diese Scheune, sondern die Hütte. Und wenn ihr da reingeht, gleich auf der rechten Seite, unterhalb ja, dieser Kommode, will ich mal sagen, findet ihr dann das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild ist dann hier in Van Horn und zwar in diesem Haus hier, welches abgebrannt ist, nämlich das hier. Ja, das war das Sheriff-Büro damals und hier gehen wir mal rein und müssen nach oben gehen, dem Hund entlang, der hier einfach mal so rumläuft und hier wahrscheinlich seinen Schlafplatz hat. Und ja, hier oben bei dem Kamin ist das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild, beziehungsweise das erste Bild des nächsten Sets ist hier in Annisburg. Und zwar bei diesem Steg hier. Und wenn ihr dann hier steht, dann müsst ihr nur den Steg nach vorn laufen. Links in diese kleine Hütte rein. Und dann seht ihr hier auf dieser Kiste das Zigarettenbild. Hallo, Sir. Das nächste Zigarettenbild finden wir in Van Horn. Und zwar an diesem Boot hier. Und da gehen wir mal runter und klettern auf das Boot. Auf das, ja, obere Deck. Und da bei dem Bett ist dann das Zigarettenbild. Das nächste Bild befindet sich in Rhodes und zwar direkt neben dem Haus vom Büchsenmacher, gleich hier rechts. Das ist dann dieses, hier ist das vom Büchsenmacher und hier ist dann das Haus. Und da gehen wir dahinter und finden hier, ja, bei der Schmutzwäsche das Zigarettenbild. Und daneben noch ein paar Münzen, ja komm, das nehmen wir jetzt einfach mal mit. So, und hier ist das Zigarettenbild. Das nächste Bild ist in Strawberry und zwar das Haus links neben der Postmeisterei, nämlich dieses hier. Das ist das Trekkers Hotel und da gehen wir mal auf die Rückseite. Und müssen dann hier die Treppen nach oben. Und da ist das Bild. Das nächste Bild ist auf der Emerald Ranch und zwar hier in dieser Scheune. Und da geht ihr einfach mal rein
Und ganz links hier vorbei und hier liegt es auf dieser Werkzeugbank, will ich mal sagen. Das nächste Zigarettenbild befindet sich in Saint-Denis, genauer gesagt hier in diesem Saloon oberhalb vom I von Denis. Da müsst ihr rein. Und wenn ihr da reingeht, dann müsst ihr hier den Hauptraum durchqueren und hier im Hinterraum findet ihr das Zigarettenbild hier auf diesem Regal. Das nächste Zigarettenbild ist auf dem Anwesen der Brave Raids und zwar hier ganz links beim Bootshaus. Und da geht ihr rein und gleich links hier auf dieser Werkbank ist das Bild. Das nächste Zigarettenbild findet ihr in Saint-Denis, besser gesagt hier direkt im Hafen. Und zwar hier bei diesem Schiff. Ja, hier ist der Port of Saint-Denis, hier rechts ist das Schiff und wir müssen links von dem Haus entlang gehen. Und finden hier direkt auf diesem Tisch das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild ist ebenfalls in Saint-Denis und auch am Hafen, aber jetzt hier. Und zwar sehen wir hier ja diesen Ticketladen, um sich eine Bootsfahrt zu holen. Und hier direkt auf dem Tresen ist dann das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich südöstlich von Strawberry, hier bei der Rig Station. Und da geht er einmal um das Haus rum und hier bei diesen Bänken ist das Zigarettenbild, nämlich auf dieser Bank hier. Das nächste Zigarettenbild befindet sich nordwestlich von Rhodes. Und zwar genau hier bei diesem zerstörten Haus hier. Und hier habt ihr den Kamin und links vom Kamin direkt auf der Mauer ist dann das Zigarettenbild. Das nächste und letzte Zigarettenbild des Sets ist wieder hier in Saint-Denis. Und zwar hier bei diesem grünen Haus, welches auch echt wunderschön aussieht, meiner Meinung nach. Und links davon, bei diesem Nebeneingang und davon auch links hier auf diesem kleinen Tisch, ist dann das Zigarettenbild. Beginnen wir das nächste Set und zwar das erste Bild findet ihr hier in Butcher Creek und zwar hier bei diesem Haus etwas außerhalb von Butcher Creek und hier habt ihr diese kleine Hütte und hier rechts bei dem Brunnen ist die erste Zigarettenkarte. Das nächste Zigarettenbild ist nordwestlich von Valentine, genau hier bei Clanson's Rest, in dieser Hütte.
Und hier gibt es wieder eine Besonderheit, denn wir finden hier gleich zwei Zigarettenkarten auf der rechten Seite, hier auf diesem Fensterbrett. Und die gehören auch zum gleichen Set. Ihr könntet theoretisch gleich die beiden aufheben. Aber wie gesagt, wir gehen hier strikt nach Reihenfolge. Und das nächste Bild ist das rechte von den beiden. Das nächste Bild befindet sich auf der Emerald Ranch. Und zwar hier bei diesem Haus, unterhalb von dem Haar von Emerald Ranch. Was eigentlich wahrscheinlich mal der Saloon sein sollte. Aber hier ist leider nichts mehr los. Ja, und direkt hier auf diesem Wandregal ist das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich oberhalb von Saint-Denis im Schriftzug von Bluewater Marsh und hier bei der Cambrake Manor. Und hier haben wir auch schon mal ein Zigarettenbild gefunden. Diesmal ist das aber nicht in der Hütte, sondern unter der Hütte. Und zwar hier links auf diesen Holzkisten. Das nächste Zigarettenbild ist gar nicht so weit entfernt und zwar oberhalb von dem Schriftzug von Bluewater Marsh, hier bei McLean's Haus. Und direkt bei dem Haus, links davon auf diesem Wäschetisch, ist das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich oberhalb des Schriftzugs von Lemoyne, oberhalb vom E, direkt hier bei der Old Trail Rise. Und das ist so ein niedergebranntes Haus. Aber da können wir runtergehen, denn offenbar lebt da noch jemand. Zumindest sieht es so aus. Und hier finden wir auch das Zigarettenbild auf dem Regal. Das nächste Zigarettenbild befindet sich wieder in Saint-Denis oder oberhalb davon, nämlich hier rechts vom Friedhof, genau hier bei diesem Haus, vor dieser Weggabelung. Und hier vorne ist die Weggabelung und ihr müsst jetzt einfach hier rechts über den Zaun klettern. Und hier oben auf der Terrasse befindet sich dann das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild ist östlich von Valentine, hier bei den Heartland Oil Fields und bei diesem Haus hier. Und das ist dann auf der Veranda, hier auf diesem Tisch. Das nächste Zigarettenbild ist hier in Annisburg und zwar genau hier. Ja, und ich bin jetzt hier bei dieser Weggabelung und das Zigarettenbild ist hier oben auf dem Turm. Das heißt, wir klettern da mal nach oben. Hier ist die Leiter dafür und ab nach oben und wir müssen nach ganz oben klettern. Also noch eins hoch. Und dann sollte es hier liegen. Und zur Belohnung kriegen wir eine echt schöne Aussicht über das schmutzige Annisburg.
Das nächste Zigarettenbild ist nordwestlich von Valentine unter dem Schriftzug von Amberino unter dem M hier direkt bei der Barrow Lagoon. Und hier ist eine kleine Hütte, wo ihr hingehen solltet. Und euch werden auch mit Sicherheit diese Wölfe hier angreifen, also einfach erledigen. Und wir gehen mal hinein in das gute Haus. Und finden dann hier auf dem Tisch die Zigarettenkarte. Nämlich da. Na, gehst du wohl hier. Das nächste Zigarettenbild ist ebenfalls nordwestlich von Valentine, nämlich hier wieder bei Clanson's Rest. Ja, und hier haben wir das andere Zigarettenbild liegen lassen, das wir jetzt aufheben, nämlich wieder hier auf dem Fensterstock. Das nächste und letzte Bild des Zigarettensets befindet sich hier in Saint-Denis und zwar direkt bei dem D von Denis unterhalb des Saloons in so einem Hinterhof. Und da, wo ich gerade stehe, ist auch so ein Eingang zu dem Hof. Und da gehen wir mal rein. Na, gehst du mal aus dem Weg. So. Und da habt ihr hier direkt so eine kleine Treppe hier runter. Und da befindet sich auch das Bild, direkt bei diesem, ja, Eisenzaun hier. Kommen wir zum nächsten Set und dem ersten Zigarettenbild. Das befindet sich unterhalb von Rhodes und rechts von der Braithwaite Manor. Und da habt ihr genau an diesem Punkt hier eine, ja, ich sag mal, zerstörte Kirche. Und da solltet ihr euch reinbegeben. Dann hier hoch. Und jetzt müssen wir einen kleinen Sprung vollführen, denn wir müssen hier auf die Seite. Also los und jump! Jawohl. Und in diesem Vogelnest hier finden wir unter anderem auch die Zigarettenkarte und einen Münzbeutel, den ich natürlich auch nehme. Und das Zigarettenbild. Für die nächste Karte müsst ihr nach Saint-Denis reisen. Und zwar hier oberhalb von dem E und dem N von Denis. Hier beim Fotografen. Da müsst ihr hin. Und dann seht ihr hier einmal Musical Instruments und Rare Old J. Rains. Und da ist hier ein Eingang. Durch dieses Eisentor müsst ihr. Dann hier gleich nach links. Und diese Treppen nach oben auf den Balkon. Und hier auf diesem Tisch liegt dann die Karte. Für das nächste Zigarettenbild müssen wir uns oberhalb von Strawberry zur Hanging Dog Ranch begeben. Da waren wir ja auch schon mehrmals. Jetzt ist es das vierte Mal und auch das letzte Mal, weil wir hier das letzte Zigarettenbild jetzt finden. Und zwar hier in diesem Haus. Und das ist auch noch das Haupthaus. Und da müssen wir auch noch in die zweite Etage rein. Und zwar ist das hier dieses. Und das könnte ziemlich, ziemlich interessant werden. Ich spreche jetzt aber einfach vor, ohne Rücksicht auf Verluste. Weil ja, ich will hier rein. Ja, nützt ja nichts. Nützt nichts. Also ganz schnell nach oben. Los, komm schon. Und ich sollte mal lieber einen schwarzgebrannten nehmen. So, ihr müsst jetzt hier in dem Haus nach oben. Und unter dem Bett ist dann die Karte.
Und das ging ja zu schnell, muss ich sagen. Schaff mal, ich komme ja auch wieder raus. Move up now. Für das nächste Zigarettenbild begeben wir uns nach Blackwater. Genauer gesagt zwischen dem E und dem R von Blackwater, nämlich zu diesem Haus. Ja, das ist so eine Art Scheune hier und wir gehen durch diesen Eingang und weiter nach links, also nach dem Scheuneingang. Hier auf dieser Seite finden wir dann Fässer und da oben drauf ist dann das Zigarettenbild. Die nächste Karte ist in Annisburg und zwar genau hinter dem Büchsenmacher von Annisburg, also hier. Und ihr geht einfach hinter den Laden. Und auf dieser Terrasse befindet sich dann ein Tisch und da drauf ist dann das Bild. Das nächste Zigarettenbild ist gar nicht so weit weg und zwar links von Van Horn. Genau hier beim verlassenen Bahnhof. Da ist nämlich dieses kleine Häuschen und auf der Bank, die davor steht, ist das Bild. Ich denke auch, die dürfte keiner mehr vermissen. Die nächste Karte befindet sich links von Saint-Denis hier in Caliga Hall. Und ihr müsst hier zu dieser Scheune, also gleich links neben dem Schriftzug zu dieser. Und da müsst ihr einfach nur rein. Und auf dieser Werkbank befindet sich dann das Zigarettenbild. Die nächste Karte befindet sich in Shadybell, also rechts von der Brave Raid Manor. Und lang, lang ist es her, seitdem wir das letzte Mal hier waren. Und hier sind einige Feinde dazugekommen. Oh Gott, also das Teil ist komplett bewacht. Und ihr müsst euch an die Rückseite des Haupthauses begeben. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal wieder mal eine starke Arznei zu mir nehmen. Und dann rücke ich mal vor. Bewaffne mich gleich mal. Weil das könnte jetzt ziemlich heiß werden. Ja, auf die Rückseite müsst ihr euch begeben. Und dann solltet ihr hier auf die Terrasse gleich gehen. Und rechts habt ihr dann die Zigarettenkarte, die ich jetzt bitte aufnehmen wollen würde. Dankeschön. Ja, und damit gehen wir weg hier. Für das nächste Bild müssen wir uns nach Valentine begeben. Und zwar genauer gesagt direkt in den Saloon von Valentine. Und da gehen wir mal rein. Und die haben gefühlt gleich alle Angst vor mir. Das ist auch gut so. Ja, und gleich links vom Eingang ist das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich dann wieder in Saint-Denis und genau hier in diesem Saloon zwischen Saint und Denis. Genau da. Und da gehen wir rein. Ja, und ein direkter Saloon ist das jetzt nicht, sondern was sehr hochgetrabenes. Der Bastille Saloon. Okay. Also wahrscheinlich nur für die Reicheren hier in Saint-Denis. Aber ihr müsst ja einfach nur diese kleine Treppe nach oben gehen und auf dem Flügel, oder auf dem Klavier besser gesagt, befindet sich das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich ganz im Norden der Map, also oberhalb von Annisburg.
hier in Dover Hill. Das ist nämlich das Haus des verrückten Erfinders, ihr erinnert euch. Und hier müsst ihr auf die Rückseite des Hauses gehen. Und findet dann das Zigarettenbild hier drauf. Das nächste Zigarettenbild befindet sich nordöstlich von Rhodes, beziehungsweise ja so ein Stück südwestlich von der Emerald Ranch. Genau beim Schriftzug Lemoyne oberhalb vom U. Und hier in diesem verlassenen Dorf namens Pleasance. Und in dieses Haus müsst ihr da rein, was wohl damals die Schule darstellen sollte, weil ja noch jede Menge ja kleine Bänke stehen. Oder es erinnert zumindest daran, hier hinten noch ein Kamin. Ja gut, lässt sich spekulieren, aber es könnte schon gut sein. Ja, und gleich, wenn er reinkommt, hier bei dieser Bank liegt das Zigarettenbild. Das erste Bild des nächsten Sets befindet sich in Rhodes. Und wenn ihr in Rhodes seid, genau hier bei diesem Gebäude. Ich befinde mich hier vom Eingang von Grey Woolen Mill. Und da gehen wir mal rein. Und ja, hier direkt bei diesem Häuschen. Rechts neben dem Rad befindet sich hier auf dieser Kiste das Zigarettenbild. Das nächste Bild befindet sich in Saint-Denis, ganz hier unten am Pier. Und ja, auf diesem großen Pier hier. Und da stehe ich jetzt gerade auch schon. Und wenn ihr dann hier seid, auf der Rückseite des Hauses, dann solltet ihr links hier auf diese Fässer schauen. Und da ist auch das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich östlich von Strawberry und nordöstlich der Rick Station, genau hier beim Dakota River und bei der Painted Ecky Farm. Und wenn ihr dann hier auf dieser Farm seid, dann habt ihr hier diese Scheune und da geht ihr rein und findet, wenn ihr ganz nach hinten geht, das Zigarettenbild hier auf diesem Regal. Das nächste Zigarettenbild findet ihr unterhalb von Rhodes und der Braithwaite Manor, nämlich am unteren Rand der Map hier bei Catfish Jacksons. Und in diesem Haus müsst ihr rein. Ja, und da gehen wir auch mal rein. Und hier, gleich wenn ihr reinkommt, die zweite Tür, die nehmt ihr. Oh. Sorry, ich wollte dich jetzt nicht erschrecken. Und hier habt ihr das Zigarettenbild. Boah. Ja, hau ab, Mann. Mensch. So, weg mit dir. Und hier, wie gesagt, habt ihr dann das Zigarettenbild. Eins muss ich jetzt aber noch sagen, wir haben gerade das 12. Bild aufgenommen aus der Reihe, weil das andere liegt nämlich direkt daneben, was jetzt eigentlich dran wäre, aber das sage ich dann nochmal, wenn das andere Bild kommt. Das nächste Zigarettenbild befindet sich wieder in Rhodes und zwar diesmal hier in diesem Haus, gleich neben dem Saloon. Und da ist der Saloon und wenn ihr euch direkt umdreht, dann seht ihr hier, ja, Haus ist es nicht, eher eine Scheune. Und dann gleich links hier auf dieser Werkbank.
ist das Bild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich direkt an der Wallace Station, also nordöstlich von Strawberry. Hier ist die Wallace Station und direkt dort auf dem Bahnhof findet ihr dieses Regal hier. Und da oben drauf befindet sich das Bild, das ich nur von der anderen Seite aufheben kann, natürlich. Das nächste Zigarettenbild befindet sich südwestlich von Valentine, hier auf der Ranch von Thomas Downs. Und zwar müsst ihr hier in das rechte von den beiden Häusern gehen, also nicht in die Scheune, sondern hierhin. Und müsstet dann das Zigarettenbild genau hier oben auf dem Kamin finden. Das nächste Zigarettenbild ist hier bei Grizzlies East, also oberhalb der Emerald Ranch, hier bei Oak Ridge Run und bei diesem Haus hier, direkt rechts von diesem kleinen See. Ja, und hinter dem Haus findet ihr dann hier in diesem kleinen Garten, will ich es mal nennen, auf dieser Werkbank das nächste Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich wieder in New Austin, und zwar genauer in Armadillo und direkt hier bei diesem Haus. Ja, und da müssen wir nicht rein, sondern einfach nur vor dem Haupteingang schauen, denn da befindet sich dort unten das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich wieder auf der Ranch von Thomas Downs, also ja, südwestlich von Valentine. Hier ist die Ranch. Und aber diesmal in der Scheune ist die Karte. Und da gehen wir mal rein durch den Haupteingang. Klettern hier die Leiter nach oben. Und hier oben auf diesem Heulbein ist sie dann. Das nächste Zigarettenbild findet ihr in Rhodes, und zwar hier gleich beim Bahnhof von Rhodes, nämlich links davon auf der Map gesehen. Und hier ist der Bahnhof und wir laufen jetzt hier hin zu dieser Kutsche und auf der Rückseite von dieser finden wir dann das Bild. Das nächste Bild haben wir zwar schon aufgehoben, aber ich zeige euch natürlich trotzdem nochmal den Ort. Und zwar sind wir unterhalb von Rhodes und unterhalb von der Brave Raid Manor hier wieder in Catfish Jacksons. Und zwar in demselben Haus und lustigerweise natürlich auch an derselben Stelle. Denn ihr solltet hier wieder die zweite Tür reingehen. Und hier auf diesem Tisch liegt dann die andere Karte, die ich ja jetzt schon aufgehoben habe. Das nächste Bild und das erste Bild des letzten Zigarettensets befindet sich nordwestlich von Rhodes und südwestlich der Southfield Flats, hier bei dieser Scheune. Und macht euch nichts draus, dass hier Gesetzeshüter sind. Ich habe gerade aus Versehen jemanden ermordet und ja, die sind jetzt auf der Suche nach mir. Also schnell hier unter diesen Eingang zu der Scheune. Und da sehen wir das Bild. Mhm.
Das nächste Zigarettenbild befindet sich nordwestlich von Saint-Denis, hier direkt bei La Grasse. Und genau hier bei diesem Fischerhaus. Und dort geht ihr einfach hier diese Treppe hoch und findet es ja hier oberhalb dieses Zauns. Oh, und jetzt hat es einen ganz schönen Blitz gegeben. Wahnsinn. Das nächste Zigarettenbild ist gar nicht so weit weg vom letzten. Hier war La Grasse. Und hier beim Schriftzug von Le Moyne, oberhalb vom U, bei Plaisance, hier in diesem Haus, oder an diesem Haus besser gesagt, befindet sich das Zigarettenbild. Es handelt sich hier um diese kleine Scheune und rechts davon, ein bisschen versteckt hier auf dieser Holzkiste, ist dann das Bild. Das nächste Zigarettenbild ist dann hier bei Valentine und zwar ein Stück westlich von Valentine, direkt im Schriftzug zwischen dem T und dem I von Valentine. Dort ist dann diese kleine Farm hier und direkt am Haus findet ihr auf diesem Fass das Zigarettenbild. Die nächste Karte findet ihr dann in Rhodes und zwar ein Stück weit rechts von Rhodes, nämlich hier. Ja, und da habt ihr diese zwei Häuser vor euch, aber die Zigarettenkarte ist hier bei diesem Unterstand. Auf dem Tisch direkt. How do you do? Das nächste Zigarettenbild findet ihr in Saint-Denis und zwar südwestlich der Stadt. Ganz hier unten. Und zwar hier. Ja, und da könnt ihr bis zum Pier vortreten, indem ihr hier durch dieses Haus hier geht. Und unten findet ihr dann hier rechts auf diesem selbstgebauten Tisch die Karte. Das nächste Bild ist fast genau dort, wo wir gerade waren. Und zwar wieder südwestlich der Stadt Saint-Denis. Und dann müsst ihr euch genau hierhin begeben. Denn hier seht ihr ja die Freight Station. Und da geht ihr hier rein. Und gleich links auf einer Werkbank habt ihr das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild befindet sich dann oberhalb von Saint-Denis, nämlich genau hier bei diesem Haus. Und es ist das Haus in der Mitte, welches rot angestrichen ist und rechts davon, hier auf diesem kleinen Tisch, befindet sich das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild ist dann östlich von Valentine, hier bei den Heartland Oil Fields und hier oben. Ja, und direkt bei diesem Ölbohrturm hier solltet ihr euch hinbegeben, denn da ist das Zigarettenbild. Das nächste Zigarettenbild findet ihr oberhalb von Rhodes und zwar hier genau auf der Hill Heaven Ranch und bei diesem Unterstand hier. Und die Ranch sieht wirklich gut aus. Ihr solltet hier hochreiten und bei diesem Unterstand dort ist dann das Bild.
Also mal hoch hier und hier auf dem Tisch ist das Bild. Oh, und ich werde direkt gleich attackiert hier. Das nächste Bild haben wir oberhalb vom Schriftzug von Lemoyne. Bei Loams Shack hier in diesem Haus. Ja, und da habe ich gerade schon ein paar Typis umgebracht, die da drin waren. Das Bild haben wir im Übrigen schon mal aufgehoben, deswegen kann ich es halt jetzt nicht mal nehmen. Aber das liegt dann hier auf dem Kamin oben drauf. Leute, wir sammeln nun das allerletzte Zigarettenbild auf und ich bin echt froh, dass ich es geschafft habe. Das war vielleicht eine lange Suche, hui hui hui, aber nun endlich zum letzten Bild, nämlich den 144. Zigarettenbild. Das befindet sich südwestlich von Saint-Denis, rechts von Shady Bell und hier bei Prodded Willis, bei dieser Hütte hier. Und da gehen wir jetzt rein und heben dieses Bild hier auf. Und damit haben wir alle 12 von 12 Bilder in allen Zigarettensets. Und ich will jetzt nur noch mal kurz gucken, ob jetzt noch irgendeine Meldung kommt. Nach dieser jetzt hier oben links. Nein, anscheinend nicht, aber gut. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich zeige euch mal nur kurz, wie das jetzt im Kompendium aussieht. Und zwar haben wir jetzt hier überall 12 von 12 Revolverhelden, Künstler, dann amerikanische Sehenswürdigkeiten, edle Schönheiten, dann die Flora von Amerika, die Bühnenstars, die Fauna von Amerika, Wunder des Reisens, dann haben wir noch, Moment, ist das jetzt? Doch, ja. Weltmeister. Verblüffende Erfindungen. Pferde. Und Amerikaner. Das sind alle Sets und nun geht's daran, sie abzugeben. Da wir nun alle Zigarettensets zusammen haben, können wir uns zu einer Postmeisterei begeben und ich befinde mich nun in Rhodes und gebe diese dort ab. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich diese dort abgeben kann. Endlich nach so langer Zeit. Also dann, Post verschicken. Und zwar alle Sets auf einmal. Okay, that shouldn't take too long. Ach, ist das ein tolles Gefühl. Und wir haben die Mission abgeschlossen, Rauchen und anderer Zeitvertreib. Du hast dem Bildersammler das letzte vollständige Zigarettenbilderset geschickt. Schau in den nächsten Tagen in der Postmeisterei vorbei, um eine Belohnung zu erhalten. Und das machen wir mal. Und ich schlafe jetzt mal ein paar Nächte und wir sehen uns gleich hier wieder bei der Postmeisterei. Du hast ungeöffnete Briefe oder Pakete. Du kannst sie dir in der Postmeisterei abholen. Mit Vergnügen machen wir das. Ja, dann mal her mit der Belohnung. Und zwar, wir haben einmal $50, einen kleinen Schmuckbeutel, noch einmal $50, ein Hasenfell perfekt, $100, ein Ginseng-Elixier, $100 nochmal, dann eine Platin-Halskette, nochmal $50, Spezialschlangenöl, noch einmal $50, Spezialpferdearznei, noch einmal $100. Dynamit hochexplosiv. Noch einmal $100. Ein Goldnugget zum Verkaufen. $50. Dann Adlerfedern. Dreimal. $50. Spezial Wundertonikum. Noch einmal $50. Baldrianwurzel. $50. Mensch, das geht runter wie Öl. Dann noch einen gereiften Piratenrum. Und wenn wir alle Sets eingesammelt haben,
erhalten wir doch mal einen zusätzlichen $200-Bonus. Und dann die historischen Handschellen aus dem Bürgerkrieg, die wir benötigen, ja, für eben den einzigartigen Talisman. Und ich würde auch mal sagen, wir gehen gleich nochmal zum Hehler, wo ich euch nochmal zeige, was ihr benötigt, um den Talisman herzustellen. Ja, hier drüben war er, stimmt. Ja, denn ihr braucht noch etwas dazu, aber ich weiß gerade gar nicht was. Deswegen gehen wir mal hier auf Herstellen. Und wir müssten dafür brauchen, genau hier, ein historische Handstellen aus dem Bürgerkrieg einmal goldenes Gliederarmband, das hätten wir sogar, und dann noch einen Zahn eines legendären Alligators, aber den haben wir noch nicht, das kommt dann in einem späteren Guide. Ich denke mal, für den Guide reicht es erstmal. Leute, das war eine wahnsinnige Arbeit. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Video noch ein Like gebt für den Algorithmus. Teilt das Video doch gern mit euren Freunden und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr hier beim nächsten Guide in Red Dead Redemption 2 wieder am Start seid. Bis dahin, macht's gut!